Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden unter Ruf, dann Dragonflight und dann haben wir hier heruntergezogen. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Lasst euch bei der Harpunenjagd niederschlagen. Und was ist das? Wir brauchen erstmal eine Harpune und zwar, die Harpune habe ich schon mal im Inventar, die ist einmal hier, Harpune von Iskara und die kriegt ihr, wenn ihr bei den Tusker von den Iskara auf eine Ruhmstufe von 7 kommt. Dann gibt es hier einmal die Fischharpune, die könnt ihr dann von dem Kollegen, ihr kriegt dann auch eine Quest, die schickt euch dahin, hier im Lager der Iskara bauen. Und dafür braucht ihr 3 Gegenstände. Ich habe schon ein Harpunen-Video gemacht, das werde ich euch einmal verlinken. Falls ihr die Harpune noch nicht hergestellt habt, dann einmal herstellen. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr auf der Map schauen, wo diese Angellöcher sind. Je nachdem, welche Ruhmstufe ihr seid, habt ihr verschiedene Angellöcher freigeschalten. Und so wie ich das verstanden habe, können die in allen Gebieten sein. Bei mir ist es halt jetzt hier eins, in der ersten Zone auf den Koordinaten 62, 77 und hier auf den Koordinaten 33, 64. Das ist aber, glaube ich, erst ab Ruhmstufe 15 freigeschalten. Und sobald ihr die freigeschalten habt, könnt ihr dann hierher gehen und habt dann hier so eine Statue. Ihr seht, hier stehe ich dann bei diesem Pfeiler von dem Aquädukt unten dran und hier ist eine Statue, die schimpft sich Sichtung eines großen Oschis. Und an diesen können wir Muscheln reinschmeißen und zwar ominöse Muscheln. Die bekommt ihr über verschiedene Wege. Ihr könnt am besten einfach hier reinangeln und dann gibt es eine kleine Chance, 1%, dass es eine Muschel rauszieht. Von den Daily Quests an den Angellöchern kriegt ihr die anscheinend auch, also gibt es verschiedene Wege. Sobald ihr ein paar Muscheln habt, könnt ihr 5 Muscheln hier reinschmeißen und dann beschwört ihr einen von diesen Oschi-Dingern und dann könnt ihr eure Angel draufschmeißen oder nicht die Angel, sondern hier einmal die Harpune und dieser Oschi, der hat im Normalfall eigentlich so einen Balken, irgendwie wird das jetzt hier nicht angezeigt und nach einer Weile zieht ihr euch quasi ran und dann werdet ihr umgeschmissen. Ich weiß jetzt nicht, der buggt anscheinend jetzt gerade hier ein bisschen, perfekt wieder zum Zeigen. Ah, hier, Fischwut und umso mehr Wut der hat, zieht er euch irgendwann ran. Okay, der hat jetzt nicht funktioniert. Egal, wir schmeißen nochmal ein paar Muscheln rein. In 20, 30 Sekunden können wir die reinschmeißen. Also normalerweise hat der hier so einen Balken. Oh, warte mal, der da drüben hat mein Oschi reingezogen. Vielleicht können wir das dann nochmal machen. Jetzt versucht er hier in die Tiefen abzuhauen. Ich schmeiße jetzt auch nochmal die Dinge drauf. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Er hat wieder keinen Balken, also irgendwie ist der buggy. Aber normalerweise... Ah, seht ihr? Wenn ihr den dann nicht hier mit dem Extra-Button ranzieht, dann schmeißt er euch um und jedes Mal, wenn er euch so umschmeißt, kriegt ihr quasi fürs Achievement 1 hochgezählt. Wenn ihr die ganze Zeit diesen Extra-Button drückt, dann zieht ihr ihn ran und verringert seinen Balken und damit killt ihr ihn halt quasi irgendwann. Dementsprechend, wenn ihr das Achievement haben wollt, müsst ihr schauen, dass möglichst wenig andere Leute dran sind und ihr quasi allein eure Muscheln reinschmeißt, ihn dann immer wieder ein bisschen kommen lasst. Wenn er zu weit weg ist, zieht er mit dem extra Button ran, aber ihr müsst immer schön schauen, dass er im Optimalfall, jetzt machen wir das mal nochmal hier, dass er im Optimalfall quasi immer in diesen Wutzustand kommt, dass er euch umschmeißt. Ja? Also laufen wir wieder ein bisschen nach hinten. Und dann schauen wir mal, dass er quasi sauer wird und uns quasi umschmeißt. Ah, hier sind jetzt andere Leute, die ihn mit dem Extra-Button ranziehen. Aber seht, da sind wir wieder umgeschmissen worden. Und jedes Mal, wie gesagt, wenn das passiert, dann kriegt ihr 1 hier hoch. Wichtig ist, ihr solltet ein bisschen vom Wasser wegkommen, weil sobald ihr im Wasser landet, bricht eure Harpune ab und dann ist das Ganze natürlich RIP. Also am besten immer die Harpune draufschmeißen, dann möglichst ein bisschen zurücklaufen. Nicht zu weit, sonst reißt die, aber zumindest ein bisschen an Land. Und man müsste halt auch zielen können. Gut, ich habe das Achievement schon, also ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Wenn ihr ihn dann tötet, gibt es auch noch ein bisschen Loot. Das ist dann auch gar nicht so verkehrt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Es gibt auch ein paar World Quests, wo ihr auch rumharpunen müsst. Dann müsst ihr die nicht extra beschwören. Da könnt ihr es natürlich auch machen. Aber quasi, wenn ihr selber das mit den Muscheln reinschmeißt, dann habt ihr halt den Vorteil, dass ihr es selber ein bisschen kontrollieren könnt und dann sind auch nicht so viele andere Leute, die da vielleicht noch mit ihrer Harpune quasi in eurem Achievement rumwerkeln. Damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.